Einen wunderschönen 13. Dezember. Heute wird ein guter Tag. Ich habe mir das sagen lassen. Wir starten in diesen Tag mit dem Cap Grip 2, einem kleinen Kameragriff. Und ich weiß nicht, ob es das schrecklichste Zubehör ist, was ich in diesem Dezember vorstelle, oder das Beste. Das ist ein kleiner Kameragriff. Ein Kameragriff, den man an sein iPhone klemmt, mit so einem Klemmverschluss. Da setzt man das iPhone einfach ein und dann ist es bereits besser zu greifen. Man kann es einfach besser greifen, so wie eine typische Kamera. Das ist ja unser aller Fotomaschine, diese iPhones. Und dieses Zubehör gibt Grip und Griff und hat natürlich einen Auslöser, einen kleinen Knopf, über den man dann Fotos schießt. Und das Lustige an diesem Auslöser, man kann ihn abnehmen. Man kann ihn abnehmen und dann als Fernbedienung benutzen, um aus der Ferne Fotos zu schießen. Man kann dann so 20 Meter weglaufen und Fotos auslösen, wenn man nicht am iPhone direkt ist, über diese kleine Fernbedienung. Und die verbindet sich natürlich mit Bluetooth. Logischerweise, die ist magnetisch, hält die hier so und verbindet sich dann per Bluetooth und dann kann man wild Fotos schießen. Diese Bluetooth-Verbindung, die ist nicht fancy, die ist einfach eine normale Bluetooth-Verbindung, die Lautstärke-Taste nach oben drückt. Und in der normalen Kamera-App von iOS löst das ein Foto aus. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ist recht zuverlässig, man schaltet diesen Kameragriff, letztendlich nur diese kleine Fernbedienung, über so einen langen Druck ein und die schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität auch wieder ab und man lädt sie über USB-C auf. Das USB-C-Kabel ist ganz lustig, das versteckt sich in so einer unteren Klappe hier, wenn man das denn möchte. Es hat natürlich auch so Cold Shoes, wie sagt man da, Blitzschuh, wo man hier beispielsweise ein Licht noch unterbringen kann. Und das Telefon lässt sich, wie gesagt, schnell ein- und aussetzen. Einsetzen und herausnehmen. Dieser abnehmbare, wie sagt man da, dieses Plastikobjekt hier auf der Vorderseite, was so das Objektiv einer normalen Kamera darstellen soll, das lässt sich umdrehen magnetisch und dann ist es ein Schminkspiegel. Halte ich für nicht sehr sinnvoll. Und das ist meine wahrscheinlich größte Kritik an dem ganzen Produkt. Es sieht sehr tacky aus. Es ist nicht irgendwie eine Schönheit, muss man sagen. Allerdings, und das wie auf der Habenseite zu verzeichnen, kostet es 20 Euro. Es gibt andere Kamera-Grifflösungen, die sehr, sehr teuer sind und dann meistens auch nur für ein einziges iPhone-Modell benutzbar sind. Dann muss man irgendwelche Zubehörgeschichten wieder kaufen, wenn man ein neues iPhone kauft. Dieses Ding hier mit seinem Klemmverschluss ist einfach für alle Telefone vorgesehen und macht simples Bluetooth und hat noch eine Stativschraube, einen Stativanschluss auf der Unterseite. Für den Preis nehme ich so ein bisschen Tackiness von diesem Gehäuse, von diesem ja, suboptimal aussehenden Objekt in Kauf. Weil es sehr praktisch ist, muss man sagen. Also man hat mehr Griff, man hat einen richtigen Auslöser und bis Apple diesen Auslöser, diesen separaten Button, der die Kamera startet und Fotos macht, nicht direkt aufs iPhone schraubt, behelfen wir uns mit sowas hier, dem Cap Grip 2. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen an dieser Stelle wieder.